Hi. Guess what? Hallo, ich bin Siri. Ja, und ich bin Miri. Ich liebe es. Ich fühle mich blendend heute mit einem Kilo Lasagne. Dann zeig mal, was du kannst. Wow. Wow. Sorry, not sorry. Unrestriktiertes Essen heißt unrestriktiertes Essen. Tada. Man kann sich die Recovery wirklich schwerer machen, als sie sein muss. Wenn dir jemand sagen würde, hier, ich biete dir genau das Gleiche, schmeckt genau gleich, ich biete dir das nochmal an und es hat null Kalorien, wenn du dann sagen würdest, ja, dann hast du noch Hunger, dann hast du mentalen Hunger, ja? Wenn du das noch nicht machst, what are you doing? Das ist nicht echte Recovery, wenn du dir Dinge nimmst und die dann ganz voluminös aufbaust, weil du Angst hast, dass du sonst nicht satt wirst. Und alles, was deine Anorexie besänftigt, hält sie am Leben. Und believe it or not, dein Körper gibt dir Sättigungssignale, unabhängig vom Volumen. Abundance is key, dass du Abundance auf dem Teller repräsentiert hast für dein Gehirn. Das, was dein Gehirn sieht, ist das, was es denkt, dass es es kriegt. Und da steht halt drauf, dass das 5 Portionen sind. Lol. Ich hau mir hier nichts rein, weil ich die Kamera an habe. Ich esse ganz genauso, wie ich essen würde, wenn die Kamera nicht an wäre. Ich weiß, dass es viele Menschen draußen gibt, die nicht ihren Talk walken. Es ist dann keine Lasagne. So, das sage ich jetzt so, wie es ist. Es ist einfach nur eine Möchtegern-Nachmache von Lasagne, die vergesundisiert ist. Ich werde es für immer essen, mein Leben lang, nicht nur in der Recovery. Kannst jahrelang Videos schauen und nicht in die Tat umsetzen, das, was du dabei für dich mitgenommen hast. Und es wird sich in deinem Leben nichts ändern. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Guten Morgen. Ganz kurze Einführung in das, was jetzt hier gerade gibt. Das habt ihr gesehen, was ich zusammengeschnippelt habe. Das ist ein großer Vollfettjoghurt und halt Haferflocken und da ist noch so ein bisschen Vanilleproteinpulver drin. Einfach nur für den Geschmack und weil es sonst nur zur Deko jahrelang da steht. Das hier ist ein Kaffee und tatsächlich liebe den eigentlich immer mit Milch und es ist jetzt sehr besonders für mich, wenn ich ganz genuinely wirklich sagen kann, weil das hier so milchig ist. Insgesamt, weil ich werde es auch noch mit Quark hier verbinden, passt das einfach geschmacklich besser, wenn irgendwie, das ist so ein schöner Kontrast dann, ja. Außerdem ist schwarzer Kaffee ja nicht gleich schwarzer Kaffee, sondern das ist höchste Barista-Qualität, nicht wahr? Ja, und das meine ich wirklich so. Und dann, selbstverständlich, Erdnussmus und der Kerzerich. Yes. Unsere großen Löffel sind aus. Das ist so krass, wie mich das jetzt immer, also wie ich das immer feststelle. Weil ich mache das halt extra. Ne? Ihr kennt das ja. Wahrscheinlich traurigerweise auch von euch selbst. Oh, das muss ich mal überlegen. Okay, in ganzen Sätzen, Miri. Vor Dezember esse ich eigentlich keine Weihnachtssachen. So, haben wir eigentlich immer so gesagt und das war auch immer mit der richtigen Motivation, weil uns das eigentlich mega annervt, dass das viel zu früh anfängt und irgendwie sonst nichts Besonderes ist. Aber muss ich mal in mich gehen, ne? Dieses Jahr nochmal und halt mal überlegen, ne? Ob das vielleicht auch eine Entschuldigung war. Genau, okay, jetzt wird wir fangen jetzt an. Genau, ein Talk. Muss ich meinen Arm noch umrühren? Not the same as they were a year ago. Hatten gestern einen wunderschönen Abend mit unseren Freunden zusammen. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Ich habe bei mir den Joghurt, den ganz großen und ein bisschen Wasser. Meine Schüssel mit Haferflocken wird nicht mehr voll. Mit Haferflocken und dann ganz viel Wasser. Sondern ganz viele Haferflocken und dann ein bisschen Wasser.
wenn du das noch nicht machst? What are you doing? Das ist nicht echte Recovery, wenn du dir Dinge nimmst und die dann ganz voluminös aufbaust, weil du Angst hast, dass du sonst nicht satt wirst. Wird deinem Körper nicht beibringen, dir halt Volumen oben unabhängig die Hunger, also die Sättigungssignale zu geben. Und believe it or not, dein Körper gibt dir Sättigungssignale unabhängig vom Volumen. Du musst kein großes Volumen essen, um satt zu werden. Und ich weiß, zum Beispiel in den Plant-Based Circles ist das unglaublich, ja, irgendwie fast schon wie so ein Gesetz, so ein ungeschriebenes, dass du viel Volumen zu dir nehmen musst, damit die Sättigung eintritt. Ist nicht so. Ich hatte mega die Angst davor, dass das so ist. Selbst von einem Esslöffel Olivenöl werde ich genauso satt. Nur auf andere Art und Weise. Also, ja, ich kriege auch Sättigungssignale von wie von den gleichen Kalorien am Haferflocken oder so. Das merkst du aber erst, wenn du nicht mehr im Energiedefizit bist. Am Anfang war das bei mir auch nicht so. Ja, weil mein Extremhunger eben da war. Aber wenn du aus dem Energiedefizit raus bist und der körperliche und der mentale Hunger auf gleicher Höhe sind, dann, weißt du, dein Körper hat eben die Volumenrezeptoren zum Sättigung anzeigen, die Energierezeptoren und die Nährstoffrezeptoren, also Mikronährstoffrezeptoren. Zu den Energierezeptoren gehören quasi auch die Makronährstoffrezeptoren. Und deswegen kann es, wenn du viel Volumen isst, aber halt die Energierezeptoren nicht anspringen, weil halt eben nicht viel Energie drin ist für das Volumen oder grundsätzlich, dann wirst du trotzdem nicht dieses Befriedigungsgefühl haben. Und du kannst halt eben auch satt werden, unabhängig von Mikronährstoffen. Du musst keine Mahlzeit mit riesen vielen Mikronährstoffen zu dir nehmen, um damit dieses ganze System funktioniert. Das hat halt seinen Grund, warum das nicht nur auf einem Faktor basiert. But all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. So, ich mache mir jetzt Lasagne. Und zwar ist das die vom Aldi, nicht gesponsert wie immer. Genau, so fertig Lasagne, ja? Das war für mich immer voll das No-Go. Ich liebe halt Lasagne von meiner Mama, die wird natürlich nicht mithalten können. Also Lasagne war früher, also die von meiner Mama, das absolute Lieblingsessen von mir. Hier, das ist halt dann nicht, das ist einfach so nicht abgewandelt oder sowas. Oh, sorry, das wollte ich zuhalten. Ist halt mit Tomaten, Schweinehackfleischsoße, Bechamelsoße, Nudelteigplatten und geriebenem Käse. Genau, meine Essstörung von dem ganz furchtbar Schweinefleisch, Käse, ja, die weißen Nudeln mit Weißmehl, Vollmilch, modifizierte Maisstärke, genau, das mit dem ganzen Milch und Ei und das ganze Gedöns, die machen wir uns jetzt in den Ofen. Ich hab richtig Bock drauf. Ihr seid jetzt mal noch kurz beim Unboxing dabei. Ich habe die auch tatsächlich noch nie probiert. Ich schraube meine Erwartung komplett runter. Aber wir lassen uns mal überraschen. Ober und unter 200 Grad. 30 Minuten haben die gesagt, stelle ich mir einen Timer. Dann zeig mal, was du kannst. OMG. Wow. Für manch einen mag das vielleicht zu lang drin gewesen sein. Für mich ist das perfettico. So, wir nehmen uns ein Topfläppchen. Wow. Wow. Okay. Wir machen jetzt hier einfach mal in der Mitte durch. Ich hoffe,
Nein. Ich hoffe, dass man das gut auf den Teller kriegt. Ansonsten muss ich das vielleicht aus der Schüssel einfach, also aus der Alufolie essen. Wir werden es versuchen, Leute. Wir werden es versuchen. Es kann nur schief gehen, Leute. Ich kenne mich. Hier haben wir schon mal ein Glas Cola. Oh oh. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Das scheint mir doch sehr flüssig zu sein. Deswegen müssen wir das jetzt erstmal vierteln. Okay. Der Preis der Ästhetik wird nicht an mich gehen, aber das wundert mich nicht. Wir kommen dann einfach nochmal zurück, wenn wir das Stück aufgegessen haben. Mmh. Oh! Die ist echt besser als ich dachte. Mhm. Okay. Ach, weißt du was? Soll der Geiz. Direkt. Abundance is key. Dass du Abundance auf dem Teller repräsentiert hast für dein Gehirn. Und das ist nicht so ein Wubu, dass ich mir das irgendwie ausdenke, sondern das war wirklich extrem wichtig für meine Recovery. Und sowas wie, dass es dann irgendwie, guck mal, es hat doch auch super geklappt. Also, da geht einfach, das ist für mich, ich dachte, ich habe mir das lange so abgetan, so, ach ja, komm, ist jetzt nicht so wichtig. Aber das, was dein Gehirn sieht, ist das, was es denkt, dass es es kriegt. Und wenn da so ein kleines Stückchen Lasagne auf dem Teller ist, dann ist das Knappheits-Mindset unterstützend und bestärkend. Wenn du viel reichhaltig Lasagne auf dem Teller hast, dann trägt es dazu bei, dass deine neuronalen Nervenpfade reprogrammiert werden können. Sorry, not sorry. Mmh, ich bin mega, mega positiv überrascht. Übrigens auf der Packung. Ich gucke da jetzt gerne so drauf, einfach um mich zu beömmeln und zu belachen am Ende meiner Recovery. Da steht halt drauf, dass das 5 Portionen sind. Lol, nicht für mich. Ich wollte mir eigentlich einen Rotwein öffnen. Einfach, weil wir es können. Ich habe aber keinen da. Ich habe nur Weiß oder Rosé und einfach, ich sehe zur Lasagne. Also, nee, ich kann immer ohne Alkohol, aber Rotwein habe ich mir immer verkniffen bei so italienischen Sachen. Ja, unnötige Kalorien. Das feiere ich jetzt einfach, das zu können. Aber was auch gut passt, ist Cola. So, und das hier ist jetzt keine echte Cola, aber ich würde die echte Cola nehmen, wenn wir sie da hätten. Wir müssen die mal kaufen. Das hier ist noch welche, die hatten wir mal von dem Geburtstag, ach, schon vor Monaten da. Die hatten halt Gäste tatsächlich mitgebracht. Und Cola Zero, das ist jetzt irgendwie eine andere. Das hier ist Cola Zero, so eine Riesenflasche. Die schmeckt mir eigentlich echt ganz gut, ja. Echt okay, viel besser als Light auch. Und jetzt auch pur, schmeckt mir die auch sehr gut. Kann ich gleich schon neu auffüllen. Aber in der Recovery musste ich echte Cola trinken. Einfach nur weil es geht darum, dass du die Sachen mit den, ja, dass du die scariesten Sachen machst. Und jedes Mal, wenn du etwas isst in der Recovery, das halt weniger Kalorien hat, bestärkt halt eben in deinem Gehirn diesen Glaubenssatz, ja, wir müssen darauf achten, weniger Kalorien ist besser. Genau das Gegenteil möchtest du deinem Gehirn beibringen. Und das habe ich eben nur hingekriegt, indem ich dann auch echte Cola getrunken habe. Das heißt, geht meiner Meinung nach keinem Weg dran vorbei. So, ich habe mir hier noch so einen kleinen Beilagensalat gemacht. Einfach so, weil es einfach, oh, es macht es so fancy. Und also, ne, die Proportionen sind auch richtig. So wird es dann auch in der Gastronomie kommen. So ein kleines Minischälchen, das mit Essigöl.
An Dressing wird nie mehr gespart bei mir in diesem Hause und auch außerhalb des Hauses nicht. Und dann eben großer Teller voller Lasagne. Könnt ihr das jetzt genau sehen? Kommt, guckt es euch an. Die ist halt jetzt so ein bisschen zerlaufen, ne? Das muss man sagen. Da kann die selbstverständlichst, aber da hatte ich auch keine Zweifel dran, mit der Lasagne meiner Mama nicht mithalten. Aber, gehen wir das jetzt nochmal, genau. Also es ist halt einfach Heaven. Hm. Ich muss sagen, ach so, und Ressourcen müssen nicht gespart werden. Ich hätte mir nie eine eigene Serviette hingelegt. Noch nicht mal ein Klopapier, weil unnötig. Und du hast sogar noch einen Grund, aufstehen zu können zwischendurch. WTF. Und selbst wenn Gäste da waren, habe ich das nicht gemacht, habe ich meine nicht benutzt. Also, und ich dachte halt immer, oh ja, das ist so gut, das ist so ressourcenschonend. Ja, aber es ist auch Anorexie generiert und Anorexie schonend. Und alles, was deine Anorexie besänftigt, hält sie am Leben. Und deswegen, ja, wenn es schon keinen Rotwein gibt, gibt es wenigstens eine rotweinfarbene Serviette. Aber der Rotwein, muss ich sagen, der fehlt mir jetzt schon wirklich, weil das ist so ein Girly-Ding, das habe ich auch ein Leben lang nicht gehabt. Das müsst ihr verstehen. Ne? Ich will nicht, dass ihr das falsch versteht, dass es mir um den Alkohol geht. Ganz und gar nicht. Ich habe das schon mal gesagt, aber für mich, ich mag Alkoholgeschmack an sich gar nicht. Aber so ein Wein, es waren für mich einfach immer nur unnötige Kalorien, ja, flüssige Kalorien. Und das feiere ich jetzt. So, das Einzige, was ich finde, was da jetzt noch drauf muss, weil ich mag so ein bisschen Schärfe, ist Chili. Und das hier ist sehr potentes Chili. Deswegen belassen wir es mal bei dieser guten Prise. Ach, Lasagne, Leute. Lasagne, Lasagne, Lasagne. Kindheitsessen Nummer 1. Selbstverständlich ist das hier, kommt die bei weitem nicht an die von meiner Mama ran, aber allein die Tatsache, dass ich jederzeit in Aldi gehen kann, mir eine neue holen kann. Und die ist auch echt, also ich bin echt krass überrascht. Die haben da auch nicht irgendwie gespart, ja, die haben so die richtigen Sachen drin, Käse, Hackfleisch und Ei und sowas. Bechamel, Sahnesoße. Alles die Sachen. Wow, die hat mir vor einem Jahr noch die Birne abgeblasen. Also meine Anorexie hier. Einfach, ich hätte so Panik davor gehabt. Und ich mache das jetzt einfach für mich als Essen, weil ich Bock drauf habe. Ja, jeder Tag ist unabhängig von dem, was davor war, auch von der Mahlzeit, was davor war und was danach kommen wird. Morgen startet eine Gemeindefreizeit von uns. Ich bin so excited. Und wisst ihr, das wäre schon ein Grund allein gewesen für meine Erstörung in der Vergangenheit, zu sagen, okay, heute clean essen, heute vollwertig essen. Also ich meine, habe ich ja eh immer sozusagen. Aber ja, das ist so diese, seriously? Ist so, ja, ich würde auch Tatütata machen, wenn ich das gehört hätte. Das war auch eigentlich eine Red Flag, die habe ich da aber noch nicht wahrgenommen. Und das war, das ist die Eventrestriktion. Das werdet ihr in meiner Übersetzung dann auch noch genauer, detailliert lernen, dass es halt so dieses Mindset ist, okay, etwas, was in der Zukunft ist, was, wo Essen involviert ist, wovor ich Angst habe, da wird dann halt dein Gehirn dich dazu veranlassen, also im Voraus dafür zu restriktieren. Ob du dann zu dem Event wirklich mehr zulangst oder nicht, ja, oder angstmachendere Sachen isst oder nicht, das sei mal dahingestellt. Meistens ist das ja nämlich gar nicht der Fall. Und wenn dann nur
so restriktiert wie möglich quasi. Und keine Restriktion heißt halt eben, ah, okay, da kommen die Daten. Da sind tatsächlich jetzt auch Schichten, Nudelschichten, Pastaplattenschichten erkennbar. Okay, bei euch nicht, aber vertraut mir, sie sind da. Unrestriktiert essen heißt einfach, iss und vergiss im Grunde. Ja, egal was vorher war, egal was danach sein wird. Und das ist Freiheit. Weil das befähigt dich dazu, bei allem Sozialen mit dabei zu sein, dann auch. Jetzt wird's laut. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time. Sorry, wenn ich Tomatenschnurrbart habe. Das war extrem easy für mich, die Menge zu essen. Also ich weiß nicht, was die mit ihren Portionsangaben da im Sinn hatten. Gut, weiß ich schon, aber halte ich nicht für richtig. Also ich will nur, dass ihr wisst, ich hau mir hier nichts rein, weil ich die Kamera an habe. Ich esse ganz genauso, wie ich essen würde, wenn die Kamera nicht an wäre. Sonst würde ich mir das alles auch gar nicht antun. Also ich walke wirklich meinen Talk. Und wenn ich das nur mache, damit, um dir Mut zu machen. Ich weiß, dass es viele Menschen draußen gibt, die nicht ihren Talk walken. Und ich weiß, dass ich das nicht machen muss mit Kamera an. Ich muss das mit keinem teilen. Ich muss keinem was beweisen. Weder mir noch irgendjemand anderem. Aber ich bin einfach so frei, wie ich es sage. Und ich sehe keinen Grund, der dagegen spricht, das nicht mit anderen zu teilen, weil mich das extremst, extremst inspiriert hat vor einem Jahr. Und was euch vielleicht auch interessiert ist, meine Sättigung jetzt, ich bin so richtig körperlich und mental zu 100% zufrieden. Ja, wenn du mir jetzt noch ein Stück anbieten würdest, selbst wenn du sagen würdest, weißt du, damit kannst du das oft auf die Probe stellen, ob du jetzt noch was essen sollst oder nicht. Wenn dir jemand sagen würde, hier, ich biete dir genau das Gleiche, schmeckt genau gleich, ich biete dir das nochmal an und es hat 0 Kalorien, wenn du dann sagen würdest, ja, dann hast du noch Hunger, dann hast du mentalen Hunger, ja. Ich würde jetzt Nein sagen zu so einer Frage. Ich habe keinen Bock mehr und auf positivste Art und Weise. Und wenn ich wieder Bock habe, wenn ich selbst in 10 Minuten wieder Bock hätte auf die Lasagne, ja, dann würde ich sie noch leer essen oder was auch immer, ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich die heute Abend noch esse oder in 10 Minuten oder was weiß ich, wann ich esse sie dann, wenn ich dran denke und wenn ich Bock habe, wenn ich körperlich und oder mental Hunger habe. Und meistens ist es, also jetzt mittlerweile ist es, immer, also halt sehr häufig auch beides, aber mental sind immer noch die subtilsten Zeichen, auf die ich am allermeisten achte, weil die einfach unterm Strich immer öfter vorkommen als so dieses Körperliche. Aber es ist mittlerweile halt eben extrem ausgeglichen, dass es eben gleichzeitig ist. Es war aber durch die Recovery eben genau nicht so. Und das ist halt einfach, ich hätte halt nie gedacht vor einem Jahr, dass ich mich satt fühlen kann und zwar unglaublich angenehm gesättigt, ohne mich volumenmäßig voll zu machen. Ich fühle mich jetzt sogar satter, gesättigter und wirklich toll und zufriedener als zu jeglicher Zeit, wo ich mich volumenmäßig wo ich große Volumen gegessen habe, um satt zu werden. Da war man auch satt, ja, aber jetzt im Vergleich kann ich sagen, ja, also das ist halt eben nicht so, dass man sich einen Sättigungsmechanismus rauspickt und dann sagt, und darauf kommt es an und alles andere funktioniert nicht. So ist das nicht. Es hat seinen Grund, warum unser Körper alle drei Arten von Rezeptoren hat, ja. Und genau. So viel zu jetzt. Und Leute,
Lasagne. Ich werde die mir sowas von wieder kaufen. Und das ist halt einfach in Ofen und fertig. Also, was will man mehr? Ich habe sehr viel Lasagne-Defizit aufzuholen von meinem Leben. So, ich bin gerade am Sachen von der Bestellung anprobieren. Muss jetzt ganz vorsichtig sein, damit ich hier nichts dreckig mache. Stört euch nicht, das war komplett zerquetscht worden in der Tiefkühl. Ich habe gerade richtig Bock auf Eis gekriegt. Und zwar ist es hier so ein Cornetto, ich glaube Softserve, hatte ich mir da mal geholt. Oh yes. Ich wollte eigentlich ein Magnum, aber das ist ganz unten im Keller und das hier befriedigt das genauso. Ups. Einfach dieses Schoko-Eis. Ich wollte so diese cremige Schoko-Milch-Eis-Konsistenz. Und bin zu faul, in den Keller zu gehen, um es aus dem Tiefkühl zu holen. Jeder was, was wir feiern. Denn die Essstörung hätte es am Anfang meiner Recovery noch richtig gut gefunden, weil dann wären wir wenigstens noch mal die Treppen rauf und runter gegangen, 3 Stöcke. Nein. Jetzt macht mir das auch nichts aus, weil Bewegung und Essen überhaupt nicht mehr in meinem Kopf verknüpft sind. Aber das tut's genauso. Hm? Das wäre auch schon wieder Grund genug gewesen, nochmal von meinem Recovery, quasi, wo ich quasi noch offen dafür war, mit ihr zu verhandeln, was mein Problem war. Das versuche ich euch hiermit aufzuzeigen, damit ihr es nicht macht und da euren Bullshit selbst erkennen könnt. Da hätte ich quasi gesagt, ja, das ist jetzt quasi zerquetscht und nicht perfekt genug und deswegen esse ich das jetzt nicht. Kein Grund. Und das Krasse ist halt, ich war immer, schon immer ein Milcheis-Fan. Ich lebe hier auf sehr gefährlichem Fuße. Mit Dingen, die mir noch gar nicht gehören, die ich gerade anprobiere, von denen ich noch nicht weiß, ob ich die behalte. Deswegen, wir hoffen, dass es gut geht. Ich war schon immer Milcheis-Fan. Und deswegen. Hi! Guess what? Hallo, ich bin Siri. Ja, und ich bin Miri. wenn sie hören soll, hört sie nicht und andersrum. Ich habe Bock noch auf den Rest von der Lasagne. Und also ich snacke zwischendurch auch so Kleinigkeiten und so, aber ich. Wisst ihr, ich muss halt echt aufpassen, dass ich nicht immer dann wie verkrampft da mit Kamera überall in meinem Leben rumlaufen muss. Und das hat auf jeden Fall Vorrang. Und ich mache das ja eh nur, um euch Einblicke zu geben. Und das ist ja auch alles überhaupt nicht für euch, um zu vergleichen, sondern tatsächlich müsst ihr wahrscheinlich mehr essen sogar noch als ich, weil ich habe definitiv weitaus mehr gegessen, als ich euch jetzt hier zeige. Das ist quasi nur, ich möchte quasi nur so vorher, nachher, ist die so feststellig hier mit euch teilen. Auf jeden Fall, ich habe die Lasagne hier warm gemacht und diesmal habe ich mir nicht die Mühe gemacht, das auf dem Teller schön zu servieren, sondern so kommt's und ja, ich feier's. Meine Essstörung hätte sogar vor einem Jahr sogar noch. Ist nicht mehr so heiß. Ich habe schon ein bisschen länger drin gelassen noch. Meine Essstörung hätte damals sogar Angst gehabt vor dieser Alu-Verpackung. Ja, vor allem eigentlich. Ich habe hier noch so einen Eisbergsalat. Da ist auch Dressing und Karotte. Da passt einfach mega dazu. Nicht, weil ich irgendwas. Ich mache einfach immer, wie ihr in meinen Videos da seht,
das zusammen, schmeißt das so zusammen, was ich denke, was gut zusammenpasst. Just like that. Okay. Am Anfang meiner Recovery hätte ich auf jeden Fall nicht sowas gecraved. Und das habe ich dann auch dementsprechend so nicht gegessen. Ich glaube, das kann man jetzt sogar besser mit einem Kaffee essen. Wisst ihr was? Wahrscheinlich könnt ihr das am Titel des Videos schon sehen. Aber das Coole ist ja, wisst ihr was, nehmt mal für den Größten. Das Ding ist, ich mag die eigentlich nicht so, weil die sind zu groß in meinem Mund, seht ihr es? Also wenn es jetzt unästhetisch wird, tut mir leid. Ich habe die aber, ich nehme die jetzt extra auch ab und zu mal, obwohl ich die genuinely auch nicht so mag. Weil die Essstörung ja immer so Vorlieben mit bestimmten Besteck hat und ja, und das alles irgendwie perfekt sein muss. Und deswegen, ja, wir machen es einfach, was können. Die ist echt so viel besser, als ich dachte. So, was ich eigentlich sagen wollte, wie ihr am Titel des Videos erkennen könnt, ist es halt so, dass ich einfach heute ein Kilo Lasagne gegessen habe. Nicht nur irgendeine, sondern fertig Lasagne. Null Kontrolle, null nix. Am Anfang der Recovery oder sogar ja, in der Quasi-Recovery ja noch, was ihr jetzt in den Videos auch noch seht von vor einem Jahr oder gesehen habt, das ist halt so, da habe ich sogar noch so Fertigsachen auch einigermaßen noch gemocht dafür, dass ja eben dann Nährwert draufsteht. Das heißt, ja, ich wusste zwar, ich soll da gar nicht drauf gucken. Und wenn, dann nehme ich immer das mit den Mehrkalorien und darf ich davon nicht beeinflussen lassen. Nur, wow. Kollege. Ich habe dann halt das irgendwie noch nicht so hingekriegt, ja. Und habe mich da noch mega, also habe das eigentlich genutzt, um mich da irgendwie sicher zu fühlen, dass ich jetzt ungefähr weiß, wie viele Kalorien da drin sind, ja. Also man kann das dann sozusagen eher tracken. So, das ist ein großes Problem. Deswegen muss ich sogar lernen, eben Sachen zu kaufen, die nicht in der Verpackung sind, weil da eben keine Nährwertangaben drauf sind. Und das ist ja genau das, wie es sein sollte. Von Natur aus wüssten wir überhaupt nicht, wie viel in irgendwas drin ist. Wir müssen lernen, unserem Körper zu vertrauen, um wirklich vollständig recovern zu können, körperlich und mental. Und glaubt mir, ich habe mich jahrelang versucht, davor zu drücken, das zuzulassen, diese Wahrheit. Und dann natürlich auch die Praxis. Ein Kilo Lasagne. Easy peasy. Ja, vor einem Jahr hätte mich das noch umgehauen, mental vor Angst. Und zwar voll fett. Und genau, ich habe halt, wenn ich, als ich vegan war, klar, da war es halt vegan. Schmeckt auch. Ich mag alle vegane Gerichte. Also ich mag sowieso grundsätzlich jetzt eigentlich alles. Außer mit Meeresfrüchten, da werde ich wahrscheinlich nur ein Leben lang irgendwie dran arbeiten. Aber, obwohl Fisch und so, das geht, ja. Aber halt so exotischere Sachen. Aber da kommen wir auch noch hin. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Muss man ja auch nicht. Aber grundsätzlich will ich einfach alles mal durchprobiert haben. Was ich sagen will, ist einfach, ich habe halt in der Zeit, wo ich vegan war, eben nicht nur vegan gegessen. Wenn sie fertig Lasagne gegessen hätte, hätte ich die auch nicht gekauft, sondern es musste halt ölfrei sein, es musste so vollwertig wie möglich sein. Ich habe David immer davon überzeugt, beziehungsweise noch nicht mehr überzeugt, sondern eher dazu überredet. Und er war da immer sehr flexibel und ja, deswegen war es kein Problem. Vollkorn-Lasagne Platten zum Beispiel zu benutzen. Oder grundsätzlich bei Nudelgerichten, ja. Es schmeckt nicht gleich. Ich liebe Vollkorn. Alle Vollkornprodukte, ich liebe auch alle Weißmehlprodukte. Auch wenn du immer die richtige Motivation dahinter hast, warum du Vollkorn isst, musst du nicht Vollkornsachen essen, weil du auch immer gleichzeitig die falsche Motivation dahinter hast, nämlich die Essstörung.
fällt wieder alles durch die Gegend. Und solange du die falsche hast, musst du das Gegenteil tun. Glaub mir auch da, ich habe jahrelang mir eingeredet, dass es auch anders gehen muss. Ja, wo hat es mich hingebracht? Keinen Schritt weiter. Wenn überhaupt, dann sogar noch weiter rein. Und das heißt, ich habe wirklich 20 Jahre lang immer so eine vergesundisiertere Version von Lasagne gegessen. Es sei denn so an Weihnachten und sowas. Ja, als ich noch nicht vegan war, da habe ich dann auch die Lasagne halt von meiner Mama gegessen und sowas. Aber immer nur so Ausnahmen und ja, ich habe es zwar nie so genannt, aber manche würden das dann Cheat Meal nennen. Und ich denke mir jetzt so, WTF, wo ist das Problem? Ja, die Essstörung ist halt das Problem gewesen, aber das habe ich nur verpasst. Ist doch deine effing Lasagne einfach. Also nee, aber wisst ihr, da kommt manchmal so eine Wut und so eine Trauer einfach darüber. Über mich einfach, weil ich Lasagne ist mit eins meiner Lieblingsessen immer gewesen. Und ich habe mir nie erlaubt, das Richtige zu essen, sondern die Sahne musste, selbst wenn, als ich nicht vegan war, ja, die Sahne musste irgendwie mit etwas Fetterem ausgetauscht werden. Was weiß ich, Joghurt oder Quark oder Low-Fat-Sahne oder was auch immer, ja. Und dann musste irgendwie ein Proteingehalt erhöht werden und whatever. Irgendwie, also bevor ich vegan war, war ich so ein bisschen im Protein-Camp. Und halt so kalorienmäßig, ja. Es ist dann keine Lasagne. So, das sage ich jetzt so, wie es ist. Das hätte ich mir 20 Jahre lang in meinem Leben nie erlaubt zu sagen, beziehungsweise die Essstörung nicht. Es ist keine Lasagne. Es ist einfach nur eine Möchtegern-Nachmache von Lasagne, die vergesundisiert ist. Okay? So. Und wenn ich irgendwie Akku rüberkomme, das ist natürlich nicht wegen euch, sondern weil ich... Ich hoffe, dass da auch bei euch dann innen drin so ein bisschen, ja, doch, diese Aggression so ein bisschen rauskommt gegen die Essstörung halt. Die dir immer versucht einzureden, dass das alles, dass das ja dann genau dasselbe ist. Ja, das ist nicht dasselbe. Es ist irgendwie eine Nachmache. Es ist was anderes. Es sind andere Zutaten drin, andere Inhaltsstoffe, also ist es nicht dasselbe. Und es hat auch seine Daseinsberechtigung. Das mag dir auch schmecken. Vielleicht auch genauso schmecken, wobei ich das zu bezweifeln wage. Aber halt auch, du kannst es wirklich, wirklich lecker finden. Aber solange du eben auch mit der richtigen Motivation gleichzeitig die falsche Motivation mit dabei hast, das zu essen, anstatt normaler Lasagne, wo du nicht das Rezept, das Originalrezept abänderst oder halt eben, ja, wo du nicht noch irgendwas... Also... Ich weiß nicht mehr, wie mein Satz anfing, aber du musst fähig dazu sein, wenn du vollständig recovern möchtest, mental und körperlich, eine Lasagne so zu nehmen, wie sie kommt. Im Restaurant, bei Freunden, wenn sie sich einladen, bei Oma, bei Mama, bei Papa, bei wo auch immer oder aus dem Kühlregal von dem Supermarkt deiner Wahl. Wenn du es nicht kannst, dann wird die Lasagne immer auf so einem Thron stehen in deinem Leben. Und sie wird immer deinen Namen rufen, so in dieser Art. Und wenn es Lasagne dann mal gibt, wird es immer so ein Halleluja-Moment sein, wo du das Gefühl hast, oh, die hat irgendeine Macht über mich. Weißt du? Und genau davon willst du wegkommen. Unrestriktiertes Essen heißt... Unrestriktiertes Essen. Tada! Und um da hinzukommen, dass dein Gehirn gar keine Angst mehr vor Kalorien und Zunehmen hat, musst du so handeln, als ob du diese Angst nicht hättest. Und dazu gehört eben all das, worüber ich gerade gesprochen habe. Ich sage das halt so, mir war es wichtig, das zu thematisieren, weil ich wirklich jahrelang darum gekrochen bin. Und immer versucht habe, irgendwie zu deichseln, drum rum zu kommen, weißt du? Und sagt ihr auch,
du wirst dir denken, also weißt du auch, wenn es einmal, ich werde es für immer essen, mein Leben lang, nicht nur in der Recovery. Und da wirst du ja hinkommen, du wirst frei sein von allen Essensregeln. Wie willst du sonst jemals sagen können, dass du unrestriktiert isst und ohne jegliche Angstreaktion auf Essen? Weil dein Gehirn nimmt ja jetzt Essen noch als Gefahr und Bedrohung wahr, im Sinne der Migrationstheorie. Das heißt, weißt du, ob früher oder später, aber du kommst nicht drum rum. Also kannst du auch, you might as well start now, ja? Genau, grundsätzlich. Bringt nichts, wenn du meine Videos guckst, wenn du nicht selber unrestriktierst. Also anfängst, unrestriktiert zu essen. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Ein Kilo Lasagne an einem Tag, als wäre es nix. Es ist noch nicht mal eine Challenge für mich und ich fühle mich, Leute, ich fühle mich blendend. Also sowohl körperlich als auch mental. Verdauung einwandfrei. Alles, like, also der Geschmack, phänomenal. Und also als hätte jemand für mich gekocht. Keine Ahnung, es gibt mit Sicherheit sogar Restaurants, da ist es noch nicht mal so gut wie die. Also Restaurant ist ja nicht immer eine Garantie dafür, ne? Aber ich wollte dieses Video einfach schließen mit, ey, vor einem Jahr, geschweige denn die Jahre davor, wäre das für mich absolute Angst. Situation gewesen, ja, und das wäre für mich eine mega, mega Challenge gewesen. Und ich habe mir das ja noch nicht mal vorgenommen, ne? Ich nehme mir nichts vor in meinen Videos. Ich zeige euch einfach, nehme euch einfach damit rein, was ich am Tag gegessen hätte, wenn ich nie eine Kamera angemacht hätte, und alles andere hätte auch gar keinen Sinn. Und das ist der Grund, warum ich diese Videos mache, um euch zu zeigen, was sich innerlich bei mir geändert hat. Innerlich bin ich so reprogrammiert, dass mir das null ausmacht. Ich liebe es. Ich fühle mich blendend heute mit einem Kilo Lasagne in meinem Bauch. Und mein Bauch fühlt sich jetzt auch blendend. Einfach weil ich... Also ich fühle mich einfach so richtig... Gut, also Sättigung ist was richtig Wunderschönes für mich jetzt, weil es einen einfach so zufrieden und so ruhig macht. Und ich denke, so ist halt eigentlich auch gedacht. Und es ist halt dann nicht der Fall, wenn das Gehirn Essen als Bedrohung und Gefahr wahrnimmt, was der Fall ist, wenn du die Anorexie-Reaktion in deinem Gehirn noch abfeuerst. Und das ist dann der Grund, wenn dein Gehirn eben durch deine Handlungen genau das antrainiert bekommen hat und eben noch denkt, es ist in einer Hungersnot, es muss migrieren und so weiter und so fort. Ich hoffe, dieses Video hat dich inspiriert. Kauf dir deine Lasagne, du weißt, wo es sie gibt. Ich bin nicht gesponsert, schade eigentlich. Und schau dir das Video nochmal an dann und dann isst du mit mir die Lasagne zusammen. Denn ohne, nur durchs Anschauen meiner Videos wird sich nichts bei dir ändern, aber auch wirklich gar nichts. Kannst jahrelang Videos schauen und nicht in die Tat umsetzen, das, was du dabei für dich mitgenommen hast, und es wird sich in deinem Leben nichts ändern. Und genau das musste ich ändern, damit ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Und ja, kannst du nochmal sagen, es fühlt sich blendend an. Ciao. PS, kleiner Nachtrag. Ich habe ja gesagt, dass sich satt fühlen, wenn du halt Anorexie hast, sich nicht angenehm anfühlt. Einerseits wegen der Angstreaktion ist das so, aber das Zweite, was mir gerade noch eingefallen ist, ist, wenn du halt zum Beispiel aufgrund der Angstreaktion Volumen, ganz viel Volumen isst oder halt einfach ja, nur vollwertig isst oder halt nur pflanzlich oder was auch immer, was leider automatisch häufig dazu führt, dass du halt eben viel Volumen, viel Ballaststoffe, viel Wasserhaltiges isst und so weiter. Und deine Verdauung, die halt compromised ist, also sie ist beeinträchtigt, sie läuft nicht so, wie sie eigentlich sollte, kann mit den Sachen, die eigentlich an sich kein Problem sind, eigentlich gar nicht so perfekt umgehen, wie sie eigentlich sollte. Und selbst wenn sie es könnte,
dann wäre es halt immer noch viel Volumen und das wirst du halt auch merken. Also Sättigung wird dann automatisch irgendwie so sein, dass du dann irgendwie ein, zwei Stunden warten musst, bis du dich jetzt irgendwie angenehm so richtig bewegen würdest oder sowas, ja. Es sei denn, du isst halt selbst von denen Sachen. Oha. Es sei denn, du isst halt selbst von denen Sachen mit den großen Volumen, halt eben vollwertige pflanzliche Lebensmittel, halt eben selbst davon so wenig. Das ist natürlich dann Double Whammy ist na, quasi noch schlimmer. Genau, das wollte ich nur sagen, weil man kann sich die Recovery wirklich schwerer machen, als sie sein muss. Und ich habe das lange gemacht und das war halt dann eben keine echte Recovery, sondern quasi Recovery. Ich habe so viel vollwertig noch, so viel Sachen noch irgendwie, so viele Regeln mich da irgendwie bestimmen lassen, sodass körperlicher und mentaler, dass ich irgendwie immer voll war und immer irgendwie auch das Gefühl hatte, so, oh, irgendwie arbeitet halt alles in meinem Magen, weil ja, die ganzen Ballaststoffe, die lösen sich nicht in Luft auf, sondern die gehen halt durch und die sind an sich auch irgendwie gut, aber es gibt auch irgendwo ein Maß, wo dein Körper dann irgendwann auch sagt, boah, ey, ja, warum tust du mir das an? Jetzt gerade, wo ich eigentlich 1000 Sachen und Organe reparieren will. Gerade dann. Und das war eine Riesenbefreiung für mich. Und ich liebe das und schätze das jetzt total in meinem Leben, alle Sachen essen zu können und quasi diese Sättigung so spüren zu können, wie sie eigentlich wahrscheinlich sich immer hätte anfühlen sollen. Nämlich einfach nur gut. Ausnahmslos gut. Und ich fühle mich energetisiert, ich fühle mich voller Energie, ich fühle mich ja weder leicht noch schwer, einfach gut, einfach irgendwie gegroundet und ruhig und ach, ich hoffe, da war irgendwas bei für irgendjemanden von euch. Manchmal frage ich mich, ob ich vielleicht ein bisschen zu viel rede. Bitte einen Daumen hoch, wenn du mich wissen lassen willst, dass dir das genauso gefällt. Gerne auch einen Kommentar unten drunter und ciao.